Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wir sind immer noch dabei, unser Imperium so ein bisschen automatisieren kann man es ja leider nicht, aber... Aber zumindest so ein bisschen. Das dauert jetzt wieder anderthalb Stunden. Aber dann sollte ein bisschen Money in der Kasse. Wir wollen hier wieder gucken. Wir brauchen wieder ganz viel Zuckerrohr. Ich meine, wir nehmen ja Mohn auf, ist mir egal. Oh, super Sache. So, die sind voll oder fertig. Also da kann ich jetzt auch gleich dann Touren fahren. Ich fahre jetzt erstmal hier und schaue, ob ich mir das leisten kann, weil 2400 brauche ich dann oben ja noch. Da ist es schon, unsere guter Kontaktperson. Langsam kenne ich mich hier auch ein bisschen besser aus. Ei? Was schnell 19. Adieu. So, aus 2,4 haben wir eigentlich, ne? Und dann sollten wir uns die Reise zurück trotzdem auch noch leisten können. Gut, auf jeden Fall, dann haben wir nämlich auch noch mal ein paar Achterstücke, die bringen uns in der Rangliste weiter vor. Es könnte sogar sein, dass die jetzt reichen für die erste Bronzestufe, damit ich dann auch die anderen, ich weiß nicht mal wie diese Münzen da dann heißen, bekomme. Jetzt weiß ich aber auch, warum alle da an Portarifu plündern wollen. Wenn man da immer Zuckerrohr 300 und 300 Mond bekommt. Natürlich nicht schlecht. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Bin so dumm manchmal. Ich fahre jetzt hier weiter. Ich glaube, ich habe Bock, ein bisschen zu fahren. Captain, was ist das? Schiff der Kompanie ist passiert. Hey! 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 Weiter!
da kommt noch näher. Ja, weil warum nicht? Hat uns bestimmt auch ein bisschen Geld eingebracht, ja. So, weil dann würde ich nämlich schauen, ob wir das Money zusammenbekommen, um auch, ja, das, also für Opium werden wir es uns nicht leisten können. Das sind, glaube ich, noch 20 Level. Bei diesen Ruder-Upgrades. Wenn wir die hier nicht anschauen, ne? Oh, meine Allergien kriegt gerade wieder voll. Aber naja. Muss mal durch. Sehr schön. Jetzt sind wir eh gleich da. Haben wir ein flottes Schiff. Und dann sammeln wir mal wieder alle Achterstücke und schauen, wie weit wir damit aufsteigen. Ich denke aber schon ein gutes Stück. Ja, ich denke, die mögen super gern salzig, sonst hätten sie uns ja nicht angegriffen. Oh, das da oben muss ich dann später nochmal probieren. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht nochmal unnötig Geld ausgeben. So, ich habe schon gesehen, wenn man alle Fabriken hat, was für Routen man dann auch fahren kann. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie man sich das dann leisten können soll. Das ist, da bin ich mir noch nicht sicher, weil, also, da kann ich jetzt noch so viel Opium und Ding herstellen, dass ich mir das leisten können. Dauert schon ein bisschen. Ja, so mit dem Wind. Schon ganz cool. Macht auch Spaß hier rum zu cruisen mit 18 Knoten. Damit kann ich arbeiten. Diese Achterstücke locken abtrünnigen Abschaum an. Los, Beeilung! Kein Problem. Mit dem einen abtrünnigen Schiff, was wie immer sich hier hinten verkeilen wird, werden wir auch noch zurechtkommen. Ah, da hinten ist es schon. Hm.
Da hat er irgendwie ganz schön flott verschwunden. Kupfer ist hier aber auch immer weg. So, hier haben wir jetzt ja auch eine Manufaktur. Ich weiß gar nicht, was uns halt gerade so krass viel Schaden gemacht hat. Genau, die ist zwar noch nicht so ein niedrigeres Level, oder? Ja, okay. Deswegen, ich wollte gerade sagen, warum die so wenig bringt. Aber die Route, die ich gesehen habe, die da eine wirklich... Der hat ja dann hier alles und bis hier oben alle Manufakturen abgefahren, immer in einem Rutsch. Da bist du ja sicher 2 Stunden beschäftigt. Klar, dann bist du sicher auch bei den allerbesten dabei. Ich bin ja gespannt, wie es jetzt ist, weil wie gesagt, diese Upgrades kaufen ist ja eigentlich jetzt so kurz vor Ende der Ding gar nicht so smart. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich das mache, weil ich habe das Gefühl, 8er-Stücke sammeln wäre. Oder sollte die Meta sein. Mann, bis dann würde ich auch gerne noch einmal La Peste versenken. Ärgert mich ja, dass wir den noch nicht haben. Da, wunderbar. Hier sollten 1000 oder was drin sein, ne? Ja. Wird schon. Es wird auf jeden Fall jedes Mal besser, was wir hier machen, habe ich das Gefühl. Soweit machen wir also, glaube ich, das Richtige. Ja, das Ruder hilft mir nicht wirklich, aber das ist für mich eher die Plattform, um das zu machen. Aber die Hilfe finde ich ja eher so mäßig gut, so richtig. Aber klar, andererseits will man auch nicht zu sehr an der Hand genommen werden, verstehe ich auch ein Stück weit. Da. Dann auf nach St. N. Aber was ich jetzt auch merke, ist so, also es lohnt sich jetzt wirklich jeden Tag in das Spiel einmal reinzugucken und die Sachen hier passieren. Ich würde gerne La Peste besiegen, aber im Moment tue ich mir so ein bisschen schwer, mit Leute da zu finden. Da, schaut mal an, da. Ja, ordentlich was geschafft. Machen wir schon 2000. Wie ist denn das hier? Was habe ich denn hier unten? Ah ja, die da oben habe ich nämlich auch geholt, ne? Die ganzen Versorgungswege sind die zwei jetzt auch gar nicht mehr so bad. Stufe 2. Okay. Ich meine, das ist eh das, wo ich die ganze Zeit schon mehr oder weniger aus Versehen hingefahren bin. Ich bin immer erst da hingefahren. Da will ich nicht hin, das ist das Vor. Die Vors habe ich auch schon gelesen, die darf man nicht so, oder sollte man nicht so hochleveln. Weil die ja keine Versorgungswege haben, das heißt, die kriegen keinen Bonus dadurch, dass da diese Handelsrouten sind. Weil hier, die Sachen kriegen ja alle Boni wegen den Handelsrouten.
Wöchentliche Bestenliste, zumindest schon Platz 4000 jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir da sonst waren. 70.000 oder so. Ich meine, sowas liegt mir eigentlich schon, dieses. Was machen, warten und immer mehr und mehr so Cookie-Clicker-mäßig. Spiele ich eigentlich schon gern. Frag mich nicht, warum. Das könnte ich jetzt nämlich nicht beantworten. Kann ich nur sagen, dass es so ist. Sehr schön, oh, ein guter Treffer. Mir ist schon klar, dass die mich töten wollen. Hier unten ist ne, nicht so viel Money begraben. Auf der anderen Route. Etwas Nasen würde jetzt gut dazu passen. Ja, vor allem diese Stufe 4 auf 5, glaube ich, habe ich das Gefühl, lohnt sich wirklich. Dann 1000 immer. Oder fast 1000 wenigstens. Da immer rauszuziehen ist schon nicht schlecht, meine ich. Was eigentlich hier drüben fehlen mir noch Versorgungswege, ne? Na, die hat halt nicht so viel. Ist ja eigentlich auch nicht. Eigentlich habe ich da nicht so smart schon hochgelevelt. Was kann ich hier drüben, ja. Da gäbe es einige, aber wer weiß wohin. Na, das gehe ich mit, dass der Wind gegen uns steht. Wo hier ein Krieg verdoppelt ist. Nee, mach mal. Wo muss ich da jetzt hin? Da oben. Nee. Ja, ist gar nicht so aus, oder? Nee. Jetzt nur da hinten noch. Gerannt. Ja, ob mich da überhaupt jemand angreift, keine Ahnung. Na, der hier macht sogar noch ein paar Stunden was. Verdächtiges Schiff! Bring uns näher ran! Haben alle etwas abbekommen! Sehr gut!
öfter eine Schmugglermarke erhalten. Bitte diesmal. Erleide Schaden. Okay. Mein, ich dachte mir jetzt, das machen wir jetzt, weil ich habe ja zumindest knappe 600 Achterstücke oder so jetzt. Und die zumindest zu verdoppeln wäre schon mal was. Und jetzt ist hier eh nur. Mal ausballern und hoffentlich von dem da nicht versenken lassen. Was macht denn dieses Schiff da? Sehen wir uns das mal an! Am Alucard bin ich egal. Jetzt hätte ich halt gern vorher gehabt, diese Ruderwette. Stell euch vor, was da Geld bekommen hätte. Aber ich glaube, man verliert die Achterstücke nicht, oder? Also ich weiß es nicht. Es klang jetzt für mich eher so, als ob... Ich meine, der Name klingt nach doppelt oder nix. Das doppelt bekommen oder gar nichts. Wäre eigentlich auch schlauer. Weil, wie gesagt, jetzt so wie ich es gelesen habe, dachte ich mir, klang eher so, als ob ich es doppelt krieg oder eben nur einfach. Wenn ich verkack. So, hier ist alles getan. So. Ja, kann ich auch rechts vorbeifahren, das passt schon. Sonst habe ich hier nichts, ne? Falsche Taste, das war die richtige. Ich denke, die Übernahmen lohnen sich ja eigentlich schon, möglichst bald auch immer zu machen. All die, weil, wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da eine Handelsroute ist und eine andere Manufaktur von mir quasi ein Level abgibt. Ob ich die dann finanziere oder nicht und abhole, ist ja dann auch erstmal egal. Haben vor nicht haben. Was halt schon ultra grindy. Will ich schon auch sagen, ne? Ich meine, andere Spieler haben sich jetzt wieder mal nicht eingemischt. Finde ich gut. Oh, 1046 sogar. Was so viele sind, man brauchst du zwei, hm? So, dann fahren wir nochmal da hinten zum Zuckerrohr. Jetzt gar keine Achterstücke mehr, oder? Nö.
Jetzt kommt's. 350 Sovereign haben wir jetzt bekommen. 350, die reichen glaube ich noch für gar nichts. Aber es sind schon mal 350, wisst ihr? Dann sind wir schon auf 3,8 unten. So, dann düsen wir hierher. Wieder zurück. Damit. Weiß ich nicht, ob er schneller ist oder nicht. Wir haben auch schon wieder 5 Marken für unseren Kaperbrief. Die werden wir dann auch gleich noch einlösen. Und dann werde ich jetzt erstmal wieder Pause machen. Bisschen Assassin's Creed aufnehmen. Und dann später, wenn alles soweit fertig ist, hier nochmal reinschauen, um nochmal Produktion zu starten. Dann vielleicht auch nochmal ein Part aufnehmen. Ich meine, von den, was haben wir jetzt? 8er Stücke 3000 oder so. Ich weiß aber nicht, wie viel man so braucht für Sachen, die ich gern hätte. Im Schwarzmarkt. Eigentlich kommt es mir dumm vor, was zu kaufen, außer Sachen, die mein Schiff halt besser machen. Ist in Ordnung. Aber ansonsten wollen wir erstmal Sachen holen, die immer unser Geld investieren, um mehr Geld zu machen. Puh, richtig übler Sturm, oder? Hier trotz jedem Sturm der. Ich kann es nicht erwarten. Mein Arbeit, wir werden jede Woche vertreten. Na klar, wie es funktioniert. Danke dafür. Was haben wir so? Auf 25 Tage geht es nämlich nur noch. Das ist 3 Liter, während du in einer Gruppe bist. Keine Gruppe. Selbst wenn ich mir welche kaufen würde, wird es jetzt schon knapp. Muss ich sagen, 25 Tage. Weiß jetzt nicht, wie viel wir da noch schaffen. Da, Bark haben wir geschafft. Stufe 3 haben wir hier auch. Großes Vertrauen bringt größere Erwartungen. Nochmal 40. Also, ich muss jetzt mal so da gucken, inwiefern das zusammenhängt. Oder bin ich irgendwo in den. Ne, bronzemäßig bin ich allgemein hoch. In den wöchentlichen für eine Belohnung. Auf 6000, damit ich 70 bekomme. Schon viel. So, aber hier ist wenigstens so viel, wenn wir nochmal so viel sammeln, wie wir jetzt gesammelt haben, kriegen wir schon 450. Schon gut. Okay, also könnte man weißer Schädel chinnen.
Ja, hier, das da bräuchten wir auf Stufe 15. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das leisten kann. Aber ich werde jetzt erstmal weiter hier buttern. Ich probiere es. Dann hier die 20% Chance, was Neues zu bekommen. Laboratorium auch, weil, okay. Ja, wobei 15 schafft sogar. So, Brennerei um 40% schneller ist richtig gut. Laboratorium auch 40% schneller ist auch gut. Mehr Sache bei Versorgungsaufträgen. Warte, Opium ist auch gut. Goldener Schädel Gin, ja. Den wollen wir auch noch haben. Alles Money, Money, Money. Und die Brennerei nochmal upgraden. Machen wir auch. Okay, so. Geht hier schon nichts mehr. Ich hätte gern hier, dass ich zwei Sachen gleichzeitig machen könnte. Das wäre gut. Bisschen nervig. Was steht heute an? Aber jetzt dauert schon nicht mehr so ewig. So, den verkaufen wir schon mal. Überziehe jetzt ein bisschen, es tut mir leid. Also eigentlich nichts, ist mir eigentlich egal. Verkauft die nämlich schon mal und geht dann rüber und startet auch da Produktion. Und schauen mal, was, ob wir mit dem Money nicht auch gleich unsere Manufaktur nochmal anfangen können zu finanzieren. Ich meine, ein bisschen Achterstücke haben wir auch noch. Seht euch. Dass wir vergessen, mein Inventar zu legen. In so ein Penner, ey. Hier gibt es. Ein gerechter Tausch. Mast und Scho. Da, wunderbar. Hello, Pinjara und auch da schnell ins Ruder rein. Hier unser Laboratorium ein bisschen schuften lassen. Willkommen. Machen wir direkt mal hier. Wenn man 382 und ich habe jetzt. Na, anderthalb Stunden werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde sagen, wir sehen uns. Beim nächsten Mal wieder. Ich schaue nur kurz, was so beim Schwarzmarkt die Sachen kosten. Falsche Tante. Hier ist die richtige. Euch bediene ich besonders gern. Und dann kauft man dann auch nur noch hier die Sachen, ne? Na hier 600, der Mörser. Hoffentlich lohnt sich 400, das. Nein, wobei 480 haben wir schon mal. Brandbombarde 3 verkauft er nicht, um mir nicht zu sagen, was. Ah, die wäre schon mal besser. Könnte man schon kaufen. Und hier, oh, ich kann mir die kaufen. Da jetzt echt die Frage, welcher besser ist. Explosionen überfluten, Feuer und durchschlagend. Du machst nichts gegen Überflutungsschaden. Wenn wir wenig haben, wenn ein Schiff getroffen wird, während alle Deckungen gegangen sind, wird...
Nicht trödeln. Super gut, will ich haben. Handel ist notwendig in diesem Mädchen. Der zornige Zwinger. Wiedersehen. Super Sache, wird auch direkt dran gebaut. Cool. Eigentlich. Ja, egal. So, wunderbar. Dann war es das aber mit dem Part von Let's Play Skull and Bones. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.